Hallo Leute, was geht da? Ist schon wieder euer Hipster. Wie ihr sicher merkt, ist das heutige Video ein bisschen spezieller. Ich bin nicht in meinem normalen Studio. Das ist, weil ich mich in Paris befinde. Heute werde ich den weltdümmsten Laptop austesten. Was? Das ist von HP. Es heisst der Spectre. Und es ist so dünner als der Stift, dünner als der Stift. 10,4 mm dünn. Schauen wir uns die Box an und schauen, um was es sich handelt. Oh ja, geil, wie ihr sehen könnt, das ist geil, 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 geil. Das ist schon dünn, ja, geil. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, das ist schön, aber ich muss auf etwas verzichten. Was denn? Verzichtet dann für die Ultra-Portabilität. In dem Fall nicht viel, wenn ihr euch das Gerät anlangt, dann schaut ihr, dass es hinten drei USB-C-Ports gibt. Das wird dann für Stromversorgung verwendet. Wie bei nicht so wie bei anderen dünnen Laptops, die haben keine 50.000 Ports. Und so, ja, und da könnt ihr auch noch eure dreckigen Kopfhörer reinstecken. Wenn ihr so ältere USB-Geräte habt und ältere Schnittstellen braucht, dann habt ihr da so einen scheiß Adapter. Jetzt stecken wir mal den dran und jetzt, BOOM! Da ist das Ladegerät, das ist auch sehr portabel. Wie so eine Hardware, ihr könnt das Gerät mit einem i-Core, Core i5 oder Core i7, nicht zu wenig Power. Eines meiner Lieblingsfeatures kann man, dass man das so geil zuklappen wie bei jedem anderen Laptop, aber ja. Viel so Kolbentechnologie unterhalten hat das, und so das komplett neue HP-Logo, das wo überhaupt nicht wie HP aussieht, aber richtig beschissen. Und unten hat er das Kopfer, der Deckel ist aus Aluminium, und Unterseite aus Carbon. Leute von mir, meine Fans, wissen, dass ich ein riesen Fan von Carbon bin. Ja. Finde ich super. Unter dem Laptop kann man halt gut und die Kühle ist auch geil da. Ja, ihr könnt auch das geile Layout sehen, was für Luftschlitz benutzt wird. Der Laptop ist etwa 1,15 kg. Das Gewicht merkt ihr fast nicht. Lautsprecher von denen sind von Bang und Olufsen mit HP Audio Boost. Ihr könnt Lautsprecher herkennen. Ich mag, was ich hier gemacht habe. Das macht das Gerät ein bisschen interessanter. Ein klein wenig interessanter. Tastatur ist Low Profile, eine Kaugummi-Tastatur. Hat auch Beleuchtung, auch geil Licht, wenn du nachts im Bett reinholst und siehst du eine Tastatur. Es gibt auch einen Flugzeugmodus-Knopf und natürlich das Display mit IPS-Technologie. Wenn ihr jetzt merkt, dass das Gerät ein bisschen drüllen, dann seht ihr keine Farbänderungen in dem Bild ohne. Ja, weil es so ein Weiss drauf hat. Schauen wir mal an, was. Sehen wir mal, meine hässliche Fresse nochmal an. 100 Amp 1080p von der 13,333 Zoll Größe. Dieses Display schaut das Gorillaglas anders als alle anderen Atomauer Laptops. Das gibt ein Display ein bisschen mehr Power, kann er sich brauchen. Und so haben wir auch noch ein SSD drin. Und das Modell, das man vor mir hat, 8 GB RAM drin. Mit der traditionellen Laptop-Eigenschaften ein viel dünneres Gerät brötelt. Wird dünn. Das Schiff hier ist dicker als das Gerät. Das Gerät ist überall gleich dünn, aber ja, und jetzt können wir zum Akkulaufzeit laufen, 5 Minuten und dann ist es kaputt. Oder ein Tag. Aber HP sagt, dass es 8 Stunden sind, aber das stimmt nicht. Voll gesehen, das ist der neue HP Spectre. Der dünnste Laptop der Welt. Erkennen wir jetzt und er kommt dann mal auf den Markt. Und ja, ich bin von jetzt her richtig Fan davon. Vielen Dank an HP für die Einladung nach Paris. Und wir haben neueste und beste und geilste Farbe gehabt. Und schön, dass wir dran sind. Dann bis später. Lapis.